Hallöchen, meine lieben Nerds zum Gamer und damit herzlich willkommen zu einem kleinen, ja, ich sag mal Nebenprojekt, und zwar Minecraft Kingdom. Hey, wake up. Ja, Schuki whispert mich jetzt gerade wieder an. Ja, mit dabei ist der Mystery M1000. Hallo. Der Zilox. Und der Chris, aka Kapur. Was geht ab, Leute? Ja, Kapurpunk, ja. Parkourpunk. Läuft. Und ja, ich würde sagen, Zilox und Parkourpunk deffen. Und Mystery und ich greifen an. Das ganze Ding, kann man mal eben ganz kurz erklären, wird ja eine Art Dev-Game, kann man so sagen. Ja, ist es auch. Und zwar, es gibt halt einmal die Angreifer, das sind die Wildlinge, und einmal die Verteidiger, das sind die No-Name. Und ja, die Angreifer müssen halt versuchen, in die Base zu kommen und alle aus der Stadt halt zu töten. Wenn das Ganze dann vorbei ist, tauscht sich dann das Ganze nochmal und die Wildlinge greifen dann so verteidigen dann und die Angreifer sind dann in der Base. Allerdings haben die Wildlinge noch 15 Minuten Zeit nach dem Beginn und können dann halt nochmal... ja, können farmen, 15 Minuten lang. Aber in den 15 Minuten müssen sie auf jeden Fall irgendwann mal angegriffen haben. Und ja, ich würde sagen, dann starten wir das Ganze mal. Jetzt rüsten wir uns hier auch noch mal ein bisschen aus an den Kisten hier. Wir haben natürlich nicht so starkes Equipped wie die. Echt? Die haben stärkeres? Die haben ein bisschen stärkeres. Okay, dann nimm du dir mal die Hinschen auf jeden Fall. Ich hab hier übrigens was, ne? Wer City War gesehen hat, ich hab hier was Besonderes für dich. Oh. Ja, das gefällt mir doch. So was. So, hier haben wir noch ein Dings. Blöcke auch unbedingt mitnehmen, weil, das wäre ziemlich ratsam, weil wir, wenn wir unsere Burg halt kaputt machen. Hast du noch irgendwelche anderen Waffen hier? Ja, hab ich. Also ich habe schon Sachen. Irgendwas Fernkampf- ich habe Wurfspeer und Plasmo. Ich habe die Eisenmesser. Ja, kann man die werfen? Ja. Die kann man werfen, ja, genau. Dann nimm du mal die Eisenmesser vielleicht. So. Ich weiß nicht, ob du damit spielen willst. Ich habe einen Lucky Block, soll ich den mal benutzen? Kannst du machen, aber ich weiß nicht, was für einer das ist. Wow, wir haben Öfen bekommen, nee, Spender. Öfen. Cool, das hat sich gelohnt. Dieser Lucky Block war einfach toll. Ich schaue jetzt einfach mal hier ein bisschen rum und ja, wie war das? Wir dürfen uns jetzt noch equippen oder wie war das? Genau, wir dürfen uns equippen und wir dürfen jetzt auch noch halt farmen und so weiter. Okay. Aber innerhalb von 15 Minuten, der Timer ist jetzt schon angestellt, müssen wir halt angegriffen haben. Ich würde sagen, jetzt erstmal kosten wir die 15 Minuten vollkommen aus. Und dann equippen wir uns noch ein bisschen. Aber auch nicht zu weit weggehen, weil sonst finden wir die Base nicht mehr, ne? Wo müssen wir denn eigentlich hin, weißt du das? Ja, von unserer Base aus gesehen, warte mal, dürfen wir den Kram anderen... Ja. Von unserer Base aus gesehen einfach geradeaus. Da führt auch ein kleiner Weg lang. Okay. Ich habe gar kein Essen jetzt gerade genommen. Muss mal angucken, wie der Boomerang hier funktioniert. Okay, schon nice. Warte, du hast Wurfspeere, nein. Blasrohr ja, und. Ja, magst du Boomerang noch haben? Kannst du mir das Blasrohr vielleicht geben? Damit bin ich gar einigermaßen gut. Warte, macht das Schaden? Wie viel Schaden macht denn das hier? Ja, wow, cool. So, natürlich ganz viel. So fast. Nee, warte. Ich hab getroffen. Okay, anderthalb. Hier. Dann nimm hier noch dazu den. Cool. Giftpfeile? Okay. Und Helfer hier noch. So. Gut, Dynamit ist auch am Start. So viel Essen, so viel brauche ich gar nicht. Das Essen hier mal. Fuck, jetzt bin ich doch in der Aufnahme. Hallöchen, Dibi. Ich wollte echt! Apropos Essen, wir haben ja auch hier die Kuchen.
Haben wir hier sonst noch irgendwas drin? Hier ist noch ein bisschen Fleisch. Schade, dass wir nur so wenig Lucky Blöcke haben. Ja, hier sind aber trotzdem noch welche irgendwo auf der Map verteilt. Achso, wir können Kisten finden oder sind die gesetzt? Ja, genau. Na gut. Nee, sowohl als auch. Also Lucky Blöcke sind halt auf der ganzen Map verteilt. Die verteilen sich halt von selber, aber ich habe auch hier in der Umgebung ein paar hingesetzt. Aber ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht mehr wo. Was auch ganz gut ist, weil das ist dann kein Vorteil. Gut, dann. Ich weiß. Also, warte, ich mach mal kurz. Screenshot von den K812. Okay. Und 600. Dann lass ich auf jeden Fall die Base wiederfinden. Mhm. Also, wir haben noch. Oh, wir haben sogar noch ein ganzes Ende an. Farming. Und zwar noch. Wir sind jetzt gerade mal erst mit 4 Minuten. Ja, klar, haben wir noch einiges an Zeit. Ja. Das Lustige ist einfach, eine lustige Tatsache am Rande. App wurde gebaut von mir und Malle, und das Geile ist halt, Malle weiß kaum irgendwas und ich habe mir alles gemerkt. Ja, genau. Aber das habe ich auch extra so gemacht, damit ich halt, ich wollte schon gerne mitspielen und damit ich halt keinen Vorteil dann so gesehen habe. Aber Lucky Blöcke können schon ziemlich tricky sein, weil sie ja auch unlucky sind. Ich habe halt eben unlucky Lucky Block benutzt, da kam dann alles an Holzequip raus, was es gibt. Also war jetzt gar nicht mal so schlimm. Ja, gut, das ist jetzt ja auch nicht unbedingt unlucky. Da stand aber unlucky Block drauf, ne? Ja. Echt? Oh, und ich habe was gefunden. Okay. Oh, da vorne ist ein Lucky Block. Was auch noch ein lustiger Fakt ist, einfach aus der Tatsache, Malle weiß zum Beispiel gar nicht, dass ich gerade eben, kurz bevor es hier losgegangen ist, noch saumäßig viele Sachen gemacht habe. Oh nein, ich habe Dias bekommen, ich habe 7 Dias und 1.000.000 Hühner. Ja, wie geil. Richtig gut. Und es wird Nacht, okay? Wir müssen auf uns aufpassen. Ja. So, wenn... Wo ist das hier, die Burg am Ende schon? Nee, das ist... Ich weiß nur, dass Dübi da eine verlassene Burg erstellt hat. Aber mehr weiß ich davon auch nicht. Aber so wie ich den Dübi kenne, passt lieber auf. Ja, guck mal auch auf den Boden und so. Kannst ja nie wissen. Ja. Sollte ich also bei euch irgendwie mal rumfliegen oder so, lasst euch nicht irritieren. Okay, warte, warte, hast du Kohle? Ja, vielleicht mit einem Umsichtbarkeitstrag. Dann mach doch, gib mal 1/V. Vorsicht. Alter, da oben ist so dunkel. Ah, warte, ich hab Klosterblöcke, perfekt. Nice. Warte, lass uns erstmal zusammen. Okay, dann komm zu mir. Was ist das denn hier? Klosterblöcke, okay, cool. Ach, wie geil, guck mal hier. Ach, wie geil, eine Kanone. Mega gut. Hier sind Kuchen und Öfen. Ich hab Shade an, deswegen ist es so dunkel. An dem Kuchen kann ich ruhig mal hier naschen. Okay. Na, Fleisch, Lederkappe. Ah, ein Goldapfel. Und ein Trank nochmal. Na gut, hier ist aber nichts großartig, ganz cool. Ah, guck mal, hier ist ein Trank der Nachtsicht. Ist das auch ein Goldblock? Warte mal. Nee, das ist kein Goldblock. Was war das jetzt? Keine Ahnung. Warte, da unter ist. Ach, das war ein Lucky. Oh, lol, guck dir mal die Tränke an, warte kurz. Ja. Heftig. Warte. Hast du die? Ja, ich hab einige. Okay, dann lass mal gucken. Langsamkeit, Vergiftung, Stärke. Ja, fett. Okay, was hast du noch irgendwas, was du mir geben könntest, oder brauchst du das? Nee, ich brauch nicht unbedingt alles, warte mal. Warte. Was willst du denn? Vergiftung, Unsichtbarkeit, du hast auch eine. Jetzt haben wir beide schon mal Nachtsicht, das sollte uns besser gehen. Ja, wie geil. Ja, oh, draußen ist jetzt mega gut. Okay, warte, ich habe Heilung, so Lederjacke. Und Feuerresistenz. Und unsichtbar, ja gut, okay. Das passt schon. Goldkarotten. Da ist jemand unsichtbar, ich glaube, das ist Tibi. Flint. Aha. Hier ist noch ein Feuerzeug, könnte vielleicht nützlich sein. Ich hab Diablöcke. Nice. Wie geil. Ach scheiße. Wow. Warte. Die können wir nicht so abmachen. Wir brauchen erstmal Steine, glaube ich mindestens. Ja, 7 Minuten haben wir schon rum vom Farming. Hast du eine Workbench? Gut, dann mache ich mal eben schnell eine, damit wir uns gleich dir Sachen machen. Ja, das ist mega gut. Gut, ich weiß jetzt nicht, was die anderen für ein Equip haben, ne? Weißt du das so? Ich weiß nur, dass der König auf jeden Fall eine Dia-Brustplatte hat. Aber mehr weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr. Ja, dann hast du es ja schon gemacht. Aber die dürfen sich ja auch allgemein an den Kisten bedienen. Also von daher, es muss halt nicht, man muss halt nicht nur spezifisch die ein Sachen nehmen. Das ist nur ungefähr eine Richtlinie, weil die Map halt für mehrere Leute ausgelegt ist. Wir spielen sie jetzt gerade nur Two und Two. So. Dübi hat ja auch Sachen in den Öfen versteckt, das ist ja ganz cool. Mhm. So, warte, was brauche ich denn? Netherquarz brauche ich nicht. Glas nicht, das da nicht.
Ja, relativ viel Müll, ne? So. Ich guck mich mal sonst mal, ob es hier noch irgendwas gibt, bis du wieder da bist. Ja, mach das mal. Ich bin jetzt aber auch gleich okay. Wieder da. Ich bin hier gerade zum Abhang runtergesprungen, weil ich halt. Ja, wahrscheinlich werde ich da hingehen. Wir haben so eine Eisentür mit 1 Million Zombies hinten dran. Okay. Und da ist ein Creeper. Gut. Kann man machen. Na mal, wo steckst du? Ich bin gerade unterwegs. So, muss mich mal kurz hochgraben. Also. Kommen wir nach Hause. Ui, warte. Ich habe gerade irgendwie Lag. Ich merk schon. Pass mal auf mich auf. Minecraft keine Rückmeldung? Ach, jetzt gut. Zum Glück. Okay, dann beschützt das jetzt mal die Werkbank. Genau. Aber oh, oh, wir sind so doof, Alter. Hier ist einfach Werkbank. Ach, aber ich hab trotzdem kein Holz. Schon schlau. Holz, kein Problem, gerade hier. Okay, nice. So. Ich hoffe, man kann die mit einer Steinspitzhacke abbauen. Sollte aber gehen. Ich weiß, oh, ich nee. Weiß es. Nee, oh, mit nee. Stein? Nee. Nee, ich mach mit Eisen. Mit, ich mach mal mit einer Diaspitzhacke. Also ich hab kein Eisen. Ja. Wir kriegen ja Dias raus. Von daher. Warst du unten? Jetzt nee, schon? Da kommen Zombies. Also ich würde aufpassen. Alter, krass. Wenden wir irgendeine von den Druckplatten gegen. Ja, wahrscheinlich. Aber pass auf. Ich sterb jetzt mal nicht. Okay. Nein. Ich und zwei eine Diaprostplatte? Nee, jeder von uns eine Diaprostplatte? Ja, 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 ja. Wär ganz cool. Okay, dann mach ich uns auch eben ein Diaschwert, ja. Oder? Ja. Okay. Klingt gut. Du hast auch eine Dings, was? Ne? Eine Dia hier. Ja. Spitzhacke. Bau mal die Tür ab. Okay. Warte, du erstmal dein Stuff, bevor wir da unten hingehen. Ja, genau. So, hier. Dann einmal Brustplatte für dich und Diaschwert für dich. Dann ja, cool. Das brauche ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr. Oh, okay. So. Eigentlich was, ja. Warte, geh da weg, geh da weg. Oh. Warte. Shit, wow. Shit, shit. Das wollte ich nicht. Mach mal, warte, bleib da weg. Verschwende aber nicht die ganzen Dynamitstangen. Ja. Jetzt Achtung. Nicht ineinander schlagen, auf keinen Fall. Ne, nebeneinander. Wir müssen gleich auf jeden Fall nochmal eben schnell zurück, wir haben noch 5 okay. Minuten. Weil ich will nochmal eben verzaubern. Oh ja, das wäre eine gute Idee. So. Creeper? Ja, wahrscheinlich, was das für ein OP-Raum hier ist. Der Trank hört auf zu wirken. Ja. Okay, cool. Da oben ist noch. Ach, cool. Wir haben 2 OP-Goldäpfel. Einfach mal 2. Ach, da! Einfach. What the fuck? Was denn? Was da? Warte mal. Jo. Erschaffe Zombie. Kein Wunder, dass hier so viele Zombies sind. Gib dir mal die Dia-Blöcke hier. Ja, ich weiß. Ja, gut, dann können wir uns das mal voll Dia machen. Ja. Nice, hatte ich baue die mal eben ab. Hinter uns ist auch noch, ne? Ja, ja, da bin ich jetzt echt gespannt, wenn wir schon so equipped bekommen, was die dann haben. Bin ich mal echt gespannt. Ja. So. Wenn ich so sehe, was ihr so alles abbaut, was ich aufgebaut habe, da kann ich weinen. Ist traurig, ne? Du hast so ein Backup nochmal gemacht, oder? Oh, vorhin? Bevor ihr losgelegt habt? Ja. Okay. Naja. So, jetzt nochmal ganz schnell zurück. Wir haben noch ein paar Minuten. Okay. 56 Dias sollten reichen. Ja. Ich habe vor, wir werden jetzt so auf die dumme Idee kommen, so, ja, dann lass uns mal Strip Mining gehen oder sowas. Ja, hier rechts ist gleich die Burg. Okay, dann. Ja, aber du, da die Map ja nicht zurückgesetzt wird, ja. Ist Strip Mine halt später angesagt. Ach ja, das Inventar bleibt ja. Ja. Ist eigentlich auch Inventory Tricks drin? Nee, ne? Ich meine nicht. So, für Level tötet ich noch mal ein bisschen fixen Co. Ja, okay, dann ist ja richtig scheiße für die, die sterben, ne? Das stimmt, aber wie gesagt, jeder hat, es ist immer wieder, jeder hat irgendwo einen Vorteil oder auch einen Nachteil, ne? Ja. So, weiß ich gerade nicht, was der Vorteil ist, wenn
Die anderen sterben und dann wieder komplett von neu anfangen müssen, die anderen so ein OP-Equip haben. Ja, aber die können halt wirklich durch Lucky-Blöcke oder so oder halt durch solche versteckten Sachen echt nochmal was Krasses kriegen. Ja, gut, okay. Und wir haben ja jetzt zum Beispiel auch nicht alles hier mitgenommen, was wir eigentlich tun könnten, aber wir wollen mal nicht so fies sein. So. Schwert erstmal auf 1 verzaubern. Ja, wenn du am besten, ja klar. Nemesis ist der Gliederphysiker. Geil. Ich hab Schärfe bekommen. Ja. Hier, nimm mal 2 Dias schon mal und mach dir nochmal ein Dias Schwert und verzauber das. Ja, stimmt. Warte. Schusssicher. Also, ich hab jetzt gerade nochmal die Brustplatte. Okay. So, da wäre ich für dir. Ja, komm, dann können wir mal so sozial sein und dann einfach die Sachen da so in die Kisten legen. Die wir ja, komm, das alte Dierschwert tue ich da auch mal wieder rein. Netherstar können wir jetzt nicht so wirklich bekommen. Haltbarkeit, schade. So. Okay, warte, dann so, mache ich dir mal die. Warte, nee, warte, ich mach dir noch die Rüstung. Ach, stimmt. Wäre, glaube ich, ganz gut, ich weiß nicht. Dann kriegst du noch einen OP-Gold ab. Ja, Helm wäre ganz cool. Ich habe nämlich nur einen Goldhelm. Ja, hier. Nimm einfach. Wir müssen jetzt unbedingt den Angriff starten. Klar. So, Tag der Regeneration noch dazu. Ich weiß nicht, ich könnte auch so eine Aktion starten, dass ich halt unsichtbar da erstmal hingehe. Ich weiß nicht, ob wollen wir das mit. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal auf jeden Fall wirklich. Ja, machen wir. Naja, das unsichtbar mache ich erstmal nicht. Mal gucken, ob sich sowas noch ergibt, aber. Ja, das Ding ist, für Unsichtbarkeit müssen wir jetzt echt nochmal die Rüstung ausziehen. Ne? So, warte mal kurz. Ja, warte, ich positioniere mich hier schon mal. Das ist nämlich so wie ich im Test und Fall vom Thron. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Ich mach nur schon mal den Angriff, weil das ist jetzt echt zeitig. Ja, klar, ich bin nicht schwimmen, Kraft 5 Blöcke hinter dir. So. Oh, die sind ganz auseinander. Die sind, der eine ist ganz oben, der andere ganz unten. Ja. Silox ist unten. Ich hab's gesehen, weil der Turm hat bei mir so, warte, ich mach jetzt mal leider den Shader aus, Leute. So. Ich gehe einfach mal ganz den offensiven Weg rein. Blass und Skelett, okay. Ach scheiße, ich habe jetzt auch gar keine. Wo bist du, Malte? Wir sollten das zusammen machen. Ja, warte. Ich komme von der Seite, so ein bisschen. Okay. So, was haben wir denn hier noch? Oh nein, ich habe keine Spitzhacke mit dabei. Ich versuche mich hier gerade so ein bisschen durch die Mauer zu graben. Ja, jetzt kommt doch. Okay, die sind da oben drin. Wollen wir offensiv direkt reingehen? Ja. Wollen wir ein bisschen mit denen spielen? Ja, aber lass mal OP-Gold abfressen, oder? Ich weiß nicht. Oder wollen wir den im Notfall essen oder im Vornherein schon? OP-Gold abfressen ist eigentlich gar keine schlechte Idee gleich. Ja, dann zumindest. Okay, warte, komm, essen wir den sofort, dann gehen wir rein, okay? Okay, ich habe ihn gegessen. Nehmen wir den Heilungstrank rein. Da. Yo, hab ihn. Das ist die Lux? Ja. Zack, Silox. Perfekt. Ja. Nice. Jo. Gut. Hätte jemand das anders erwartet? Das ist die Frage, ne? Das ist die Frage. Alter. Die hatten ja auch wirklich jetzt alles dabei. Die hatten richtig viele Equip. Guck dir das mal an, was die alles hatten. Die hatten sogar Schusswaffen. Ja, ich weiß. Richtig. Die andere Fraktion hat Schusswaffen. Krass. Okay, dann haben wir jetzt auch richtig Lack, ne? Und dann bin ich mal gespannt, was das wird, wie die uns erobern wollen. Aber ich kann mir vorstellen, dass die sich halt mehr auf Taktik gleich gehen, weil wir sind jetzt echt auf Equip gegangen und dass die gleich auf Taktik gehen, wenn die uns angreifen. Ja. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich in der nächsten Runde wieder.